Mit deiner jetzigen Ausrüstung kannst du den Tempel nicht betreten. So höre meine Worte und begib dich nach Kakariko, um dort das zu suchen, das dein Schlüssel zum Tempel sein soll. Hast du mich verstanden, Cocaine? Hab ich. Gut. Okay, Chick ist immer noch da. Um das Mädchen aus dem Wald zu retten, brauchst du einen weiteren Ausrüstungsgegenstand. Geh zurück nach Kakariko. Okay, geh ich mal zurück nach Kakariko. Guck, was sich da so getan hat. Und ich habe ein neues Schwert, ich gerade. Hui, nice, groß. Cool, was kann ich denn von meiner Ausrüstung nicht mehr benutzen? Oh, kein Stock, keine Schleuder, kein Bumerang und keine Erbsen. Ich kann das gar nichts mehr benutzen von meinen Gegenständen. Kein kleines Schild, kein Kokiri-Schwert, kein Goron-Armband. Achso, anscheinend bist du stark genug jetzt aber alleine, um das zu benutzen. Joa, ne? Okay, Kakariko, warte auf meinen Besuch. Also, auf, Kakariko, wir kommen. Da, die Steine hat keiner rausgenommen, war ja klar. In 7 Jahren werden die nicht gestohlen. Ach, das ist dieses Lichtsymbol, was ich bekommen habe. Aber anscheinend haben die wirklich keine Zeit gehabt für den Lichttempel mehr. Wow, was ist hier denn los, ey? Hallo? Das sieht ja ein klein bisschen sehr düster aus. Sag, für die, die sehen wollten, man erzählt sich seit 12 Uhr. Ja, toll. Das war jetzt nicht der sinnreiche Tipp, den ich mir erhofft habe, ehrlich gesagt. Und Marktplatz? What the hell? Hier ist alles tot und hier sind Zombies. Ja. Okay, die gehen ja auch noch down. Zombies, massig Zombies. What the hell? Das war mal so eine schöne Stadt, ey. Alles für den Arsch hier. Blöder Ganondorf, ey. Das ist in your face, Mann. Aber hier sieht es gar nicht so scheiße aus. Mal gucken, ob hier noch in dem Raum immer noch so was Lustiges ist wie früher. Oh ja, da sitzt jemand. Mit einer coolen Beleuchtung, allemal. Wer bist du denn? Oh, du bist ja ein agiler junger Mann. Und du bist auch ganz ansehnlich und mutig. Du heißt Cocaine, nicht wahr? Schau nicht so, ich kann Gedanken lesen. Wenn ich so gut aussehe wie du, dann könnte ich mein Geld auf andere Weise verdienen. Aber immerhin betreibe ich den einzigen Gespenstermarkt von Hyrule. Dank Ganondorf, gepriesen sei sein Name, gehen die Geschäfte zurzeit blendend. Ich kann nur hoffen, dass das auch so bleibt. Die Geister nennt man Irrlichter oder Nachtschwärmer. Sie tragen allen Hass der Welt und sie hassen alle Welt. Wenn du einen Geist fängst, dann werde ich dich reich belohnen, mein Junge. Okay, wie fange ich Geister? Hey. Achso, dann schon. Ich bin jetzt zu groß, um die Dinger zu hauen. Das ist doch scheiße. So. Na egal, ich habe sowieso genug Rubine, mache ich jetzt. Es kann ja nichts drin sein, was mir irgendwie auch nur einen Vorteil bringt überhaupt. Okay, ein Geisterhändler, merken. Und was ist jetzt hier außerhalb von dem Schloss? Oh ja, das sieht doch sehr dunkel aus, alles hier. Und die Brücke ist für den Arsch kaputt und alles und Ah, aber ich könnte erstmal gegen die Bäume rollen, wenn ich schon mal hier in der Nähe bin. Vielleicht kommt da jetzt das Kultur als Erwachsener raus. Nix. Für den Arsch. Ja. Das ist ein komischer Baum. Ups, nicht gegen dieses Ding. So. Na, kommen wir mal noch wieder raus. Ah, für den Arsch, da war ich schon drin. Aber gibt's vielleicht als großer Link auch nochmal was? Mal Luki Luki machen. Nee, nichts Neues. Das ist richtig sehr. Ein Fisch. Ein Käfer, ja. Ah, ich kann auch mal einen Käfer fangen, aber ich glaube, ich habe gerade alle meine Flaschen voll.
Apropos Flaschen, wo kriege ich denn die vierte Flasche her? Gute Frage. Weder spoilert mir das. Ich mag es zwar, Tipps zu bekommen, aber nicht gleich, dass man mir einen ganzen Roman schreibt mit, ja, wie ich was zu lösen habe. Das ist langweilig. Dann ist es schön, dass ihr es wisst, weil ihr schon mal durchgespielt habt, ja, aber wenn man alles so hinschreibt, jemanden, der es noch nicht gespielt hat, ist das so, als würde man einen Film gucken, bei dem man weiß, was gleich passiert. Und das ist langweilig. So. Eine magische Flasche. Und was haben wir hier? Nockenbaum. Zack. Und Rubine, aber ich mach sie schon, brauche ich keine mehr. Und ab nach Kakariko Town. Apropos, warte mal, ich will noch was gucken. Ach, meine Maske kann ich auch nicht benutzen. Na, anscheinend ist das nicht gut. Kakariko. Hat sich scheinbar nicht so viel getan seit letztem Mal. Außer dass da jetzt zwei Leute an dem Baum sägen, an dem ich mir so gerne gegengerollt bin. Ah nee, doch nicht, die lachen. Das ist also aus wie Sägen. Ich schwöre! Ich habe ihn gesehen! Ich habe den Geist von Buris, den Totengräber, im Grab verschwinden sehen. Man sagt, er lagere viel Wertvolles dort. Okay. Ah, schau dir den an! Seit er aus dem Schloss entkommen konnte, ist er nur noch ängstlicher. Okay, mir egal. Ja, sie hat nicht viel getan. So, hier. Zack. Zack. Was haben wir denn im Brunnen? Ist da immer noch Wasser drin? Scheinbar nicht. Cool. Bombe. Für den Arsch. Schade. Dachte, ich könnte da vielleicht durch. Anscheinend ist in der Zukunft hier der Brunnen ausgetrocknet. Ist schon mal auf jeden Fall eine Veränderung. Interessant zu sehen. Und alles so düster. Also es wird alles wirklich düster. Ah, da ist ein Spielladen. Aber ich habe nichts zum Schießen. Bringt mir der Spieler ja gar nichts. Weil ich habe keine... ja, ich kann meine Steinschleuder nicht mehr benutzen. Was haben wir denn hier? Eigentlich müsste ich ja in alle Häuser reinlaufen, ne? Und die alte Dame von damals. Ich habe ein neues Huhn gezüchtet. Ich nenne es Kiki. Und ich bekomme keine Allergie, wenn ich es anfasse. Es passt auch in die Hosentasche und ist praktisch, um faule Langschläfer aufzuwecken. Schon mal was davon gehört? Es hat Spaß dabei, richtig laut zu gackern. Ganz besonders, wenn es eine Schlafmütze aufwecken darf. Aber so ganz zufrieden ist Kiki im Augenblick noch nicht. Du siehst aus, als hättest du ein glückliches Händchen für Hühner. Hier, nimm dieses Ei mit. Ist Kiki ausgeschlüpft, dann bring es irgendwann zu mir zurück. Und ich schaue, wie es sich fühlt. Was hältst du davon? Willst du es ausprobieren? Ja, natürlich. Wenn ich ein Item bekomme? Ja, das Ei. Das hatten wir schon mal ganz, ganz am Anfang im Schloss. Anscheinend gibt es das nochmal in einem, ja, Erwachsenenalter. Da hatten die Entwickler wohl gerade keine neue Idee mehr. Das ist das Haus des Kultus, da brauche ich nicht rein. Es ist lange her. Da gab es hier einen Mann, von dem man sagte, er besäße das Auge der Wahrheit. Heutzutage muss man schon selbst ein ganz besonderes Gespür entwickeln, um die Wahrheit zu erkennen. Aber der Typ hat das irgendwie anders gemacht. Sein Haus stand da, wo jetzt der Brunnen ist. Soll das ein Tipp sein? Ich denke ja, dass es ein Tipp sein soll für mich, den ich sogar vielleicht beachtet hätte. Aber der Brunnen steht. Wie komme ich denn aber in den Brunnen rein? Das ist eine gute Frage. So, erstmal hier. Gucken, was hier so alles zu finden ist. Und nix. Ja, es bleibt jetzt nichts anderes übrig. Ich muss nochmal die ganzen Häuser abklappern, denn ich suche irgendeinen Gegenstand. Und da ich keinen Plan habe, wo der Gegenstand ist, werde ich hier wohl... Kuh? Mit Herzteil? Ey, Junge! Du bist fast erwachsen und betrittst ein fremdes Haus. Ohne Erlaubnis? Ich will mit deinen Eltern reden. Na egal. Das hier ist sowieso nicht mein Haus. Es ist das Haus der mächtigen Impa. Die mächtige Impa ging zum Friedhof, um eine widerliche Kreatur zu bezwingen.
Seit Ganondorf aufgetaucht ist, wimmelt es nämlich von ekligen Kreaturen. Nur die mächtige Impa hat für Frieden in unserem Dorf sorgen können. Merk dir das gut, mein Junge. Nun gut. Apropos, Impa. Sie ist noch immer nicht zurück. Ich frage mich, was da passiert ist. Ich habe gehört, dass der Geist des Totengräbers öfters noch auf dem Friedhof hinterher dem Dorf herumspukt. Aber das ist nicht so wichtig. Ja, viel wichtiger ist, wie ich an das Herz herankomme. Zack, 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 zack. Kann ich irgendwie durchfallen? Gib mir das Herz, du Bitch. Ah, hinten ist eine Tür, glaube ich. Ich sehe gerade, ich muss definitiv das Video schneiden. Daher gehe ich eben noch raus und dann wird das Video geschnitten. Also sage ich jetzt schon mal, gleich geht's weiter.